Ich grüße euch. Ich habe ein neues Objekt hergestellt. Das heißt eine 3D-Rampe. Hier ist der Grundriss. Hier ist unabhängig davon verschieblich der Längen- oder Höhenschnitt, Längsschnitt. Das 3D wird derzeit nur also das 2D, die der 2D-Darstellung wird aus dem 3D hergestellt. So, wie komme ich dazu? Es gab im Forum die Frage, warum ich es solche Sachen nicht mit, ich habe das mit einer Sinuskurve gemacht bei einer Rampe zuvor, warum ich das nicht mit Radien mache. Und das habe ich probiert. Das heißt, ich habe zuerst einmal probiert, mal ein bisschen herumgezeichnet, wie könnte man das Ganze mit Radien lösen. Das heißt, wenn ich hier irgendwo den Mittelpunkt habe und hier einfach mal eine Gerade runter mache und sozusagen ich habe die Sehne habe ich gegeben, ich kann das halbieren. Wenn ich das halbiere von hier nach hier, also die gesamte Strecke viertle, mit dem rechten Winkel runterfahre, schneidet es sich hier. Das kann ich dann als Radius nehmen. Dann habe ich mir überlegt, ja, okay, kann man programmieren, das funktioniert. Geht. Dann die nächste Sache, wo war es noch? Die nächste Sache war dann, Radien passen. Ja. Was passiert, wenn ich versuche, den Radius anzupassen? Das habe ich, glaube ich, rausgenommen. Bogenteilungen, Fixpunkte in 3D. Das kann ich hier nicht zeigen. Aber ich habe das dann hier wieder reingenommen. Das ist hier diese orange Sache, wo man dann wirklich genau sieht, was passiert, wenn ich jetzt den Radius vom Maximalen, da komme ich jetzt nicht ganz hin. Da gibt es bei Archicad eine Kleinigkeit. Also ich müsste jetzt wirklich auf diesen Punkt kommen, bin ich aber nicht. Aber wenn ich jetzt hier sehr stark reinzoome, komme ich hin, da komme ich immer näher an diesen Mittelpunkt hin. Wie gesagt, ist egal, weil man wird ja sowieso schauen, dass man in der Mitte immer einen geraden Bereich drinnen lässt. Und man sieht hier eben diesen halben Bogen, der würde bis hier hingehen. Und hier geht es weiter, weil wir ja den Schnittpunkt unserer Tangente brauchen. Und das mache ich mit einem Thaleskreis. Das heißt, ich nehme hier die Strecke von diesem Mittelpunkt zum Mittelpunkt des Bogens, halbiere ihn, gebe einen Kreis rein und wo der Kreis sich dann, ich zeige es nochmal, wo der Kreis sich dann mit dem Bogen schneidet, ist der Tangentenpunkt. Das heißt, ich habe dann die Schräge dieser Linie. Hier sieht man, dass das auf beide Seiten dann ist. Und jeder Winkel im Halbkreis ist ein rechter Winkel. Das bedeutet, ich habe auch den Tangentenpunkt gefunden. Das kann man natürlich ausschalten. Steuerung hat das T. Gehen wir weiter drauf. Profile, Geometrie, Konstruktion, Zusatzpunkte, Konstruktion zeigen. Das kann ich hier ausschalten. Dann habe ich eine klare Darstellung. Und was habe ich noch herinnen? Man sieht natürlich jetzt hier, ich habe das gepunktet trotzdem eingetragen, das wäre das gemittelte Gefälle, in diesem Fall eben 28 Grad. Und hier das Maximalgefälle in dieser Tangente an die Radien habe ich dann 36,66%. Hier ist die Beschriftung, also Nummern, die Höhen von 0 weg. Die Distanz der einzelnen Punkte, die Stationen also von 0 weg aufgerechnet, wo bin ich, dann das Gefälle einzeln dieser einzelnen kleinen Segmente und dann die Gesamtstrecke. Steuerung hat das T. Und dann kann ich natürlich, ich habe jetzt momentan die Bogenteilungen auf 5, ich kann auf 10 gehen, ich kann auf 20 gehen. Da wird es natürlich hier schon ein bisschen eng, müsste ich dann viel größer ziehen, dass es dann noch einen Sinn hat. So, sieht man es wieder.
Das heißt, man kann das, es wird zwar segmentiert, weil es ja eine Tube ist im 3D, Steuerung 3, macht er nicht, Steuerung 3, so. Im 3D geht das natürlich alles auch, das heißt, ich kann hier im 3D die Höhe verändern, aber auch in der X-Richtung die Tiefe. Ich kann hinten Sachen rausziehen, ich kann vorne Sachen rausziehen, einen zusätzlichen Punkt, kann man aber ausschalten, dass es wirklich genau am Anfang und am Ende aufhört. Den zusätzlichen Punkt braucht man übrigens schon, damit es dann im Schnitt gerade abschließt. So, also, dass es hier gerade wird, wenn dieser Punkt nicht da ist, dann wird es eben, weil das noch recht leicht schräg ist, das wird dann auch leicht schräg. Übrigens, die Darstellung im Schnitt, das Profil hier so darstellen, kann man auch ausschalten, wenn man das nicht im Profil nicht haben will. Jetzt ist es so, das Element ist ja sehr einfach programmiert. Das heißt, wenn ich es hier um etwas drehe, um es anzupassen, geht der Längenschnitt mit. Das macht aber nichts, denn ich kann ja den Längenschnitt hier verschieben. Und hier gibt es noch einen Punkt. Und ich kann ihn wieder auf gerade stellen, egal wo das hier drinnen liegt. Also sehr, sehr einfach. Dann kann ich den Abstand dieser Beschriftung verändern, ich kann die Beschriftung aus- und einschalten und ich kann die Tabellengröße wieder verändern. Wie schon beim anderen auch. Was ich noch nicht gemacht habe, ist das Herstellen einer Spirale oder eines Kreisbogens oder einer Ellipse, was allerdings kein großer Aufwand sein sollte. Ich habe das jetzt momentan mal so, wie es ist, also STRG hat das T, mit diesem Vorschaubild. Der Punkt ist jetzt sehr, sehr weit unten, deshalb sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Ich gehe da mal ein bisschen weiter rauf. Dann STRG hat das T. Einfach hier ein bisschen besser ausschaut. So, größer wird es dann nicht. Was kann ich machen? Ich kann das Profil aus dem Profilmanager holen. Da kann man dann schauen, was will ich mir anzeigen. Ich möchte mir Columns und Walls anzeigen und gehe mal. Das ist jetzt weit drüben. So. Und gehe mal von mir aus auf Stahlfette, Unterzug, Wand. Also jetzt habe ich da nichts Ordentliches drinnen. Beam. Stahlbeton, Unterzug, Stahlbeton, Platte, Balken, Plattenbalken doppelt. Kann ich mir aussuchen, welches Profil. Dann die Geometrie, die Rampenlänge kann ich hier auch eingeben, wenn ich sie nicht ziehen will. Die Breite sagt jetzt momentan nichts aus, weil das muss ich rausnehmen, das nimmt es eigentlich aus der Profilbreite. Da kann ich eingeben, was ich will, das wird sich nichts ändern. Die Höhendifferenz, zum Beispiel mit 4 Meter, kann ich direkt eingeben. Ja. 20. Die Radien, von mir aus mit die Reduktion der Radien, die sich automatisch ergibt. Das heißt also nicht die Radien, sondern der Radius würde ja automatisch berechnet werden. Und jetzt um diesen Riesenradius, um von mir aus genau 10 Meter weniger. Dann habe ich das. Dann die Konstruktion. Möchte ich Zusatzpunkte zuvor und danach, also die Anfangspunkte, nochmal weiter raussetzen können. Und die Abstand der Zusatzpunkte kann ich aber im 3D und im Schnitt und im Grundriss auch ziehen. Die Bogenteilungen habe ich schon gemacht. Möchte ich die Konstruktion sehen, das heißt, dann kommt dieses orange Zeug wieder, dass ich sehe, wie das Ganze konstruiert ist. Dann, was kann ich noch? Gebogene oder Spiralrampe, da habe ich jetzt eben das schon vorbereitet, damit ich dann später eben mal einen Bogen reinmachen kann. Das kommt noch. Die Längenschnittdarstellung möchte ich die haben. Dann passt noch was nicht. Seitenansicht aus dem 3D projizieren und Beschriftungskopf, soll das beschriftet werden oder nicht. Aber okay. Das heißt, der Längenschnitt darstellen. Da
habe ich zwar reingegeben, aber das noch nicht raus. Dann Texte, ja, wie groß ist der Textfont, welche Aria, welche Font überhaupt, die Zeilenhöhe, wie gesagt, das kann ich ziehen. Und den Tabellenkopfabstand könnte ich hier auch eingeben. Also relativ einfach zum Benutzen. Gut, wie gesagt, ich habe es momentan einmal in dieser Form auf BIM Components hochgeladen und im Forum könnt ihr euch es ja downloaden zum Probieren, wie es derzeit aufgebaut ist. Ich wünsche euch schöne Tage.